Frau Suchowerski, Vorsitzende des Landesverbandes Niedersachsen des Deutschen Diabetikerbundes. Wir hatten Sie heute Morgen gefragt, was Sie sich erwarten vom Deutschen Diabetikertag, und Sie hatten auch von Überschriften gesprochen, die Sie sich wünschen. Wie sind denn Ihre Erwartungen heute erfüllt worden? Mehr als ich gehofft habe, übermäßig gut. Wir haben sehr viele neue Mitglieder gehabt, es waren sehr, sehr viele Besucher da. Die haben sehr viele Gespräche am Stand geführt und ich denke, wir haben die Leute überzeugt mit unserem Angebot. Das heißt, Sie sind zufrieden mit dem Deutschen Diabetikertag 2012 in Hannover hier? Ja, sehr. Kann man das in Zahlen ausdrücken? Was schätzen Sie? Also wir haben jetzt gedacht, es sind so 4.500 Besucher hier. Was war bei Ihnen am Stand los? Ich denke, der Stand war den ganzen Tag von morgens bis abends belegt und ist noch belegt. Und die schreiben immer noch irgendwelche Adressen auf und so weiter. Auch unsere Umfrage ist sehr gut angekommen mit den DMPs. Wir haben ganz viele Adressen sammeln können, damit wir jetzt auch aus diesem Fundus dann wieder Informationen haben, wie wir in der Gesundheitspolitik vorgehen können. Und wir haben heute eine rekordneue Mitgliederzahl von 72. Das ist also absoluter Rekord. Ich denke, das gab es noch auf keiner Diabetes-Tour bisher. Frau Suchowerski, ich gratuliere Ihnen zu diesem Erfolg und Dankeschön. Ja, danke.